wir stehen hier gerade vor den Türen des Berger Kino. Vor 4 Jahren ist das Berger Kino zu Beginn der Pandemie insolvent gegangen und steht seitdem leer. Deswegen haben wir das Kino heute besetzt und wieder eröffnet. Da die Stadt nicht ins Handeln kommt, haben wir unendlich geltend nachgeholfen und erklären das Berger Kino zum queeren und feministischen Kino. Denn die Schließung des Kinos reiht sich ein in einen Trend in Bornheim und in ganz Frankfurt, in dem immer mehr lokale kulturelle Angebote schließen und kulturelle Teilhabe immer mehr zu einem Luxusgut wird, das sich die wenigsten leisten können. Dabei brauchen wir insbesondere in krisenhaften Zeiten wie denen, in denen wir uns gerade befinden, Kultur, die uns inspiriert, die uns zum Träumen anregt und uns zusammenbringt und uns aufklärt. Darum haben wir auch den Zeitraum um den 8. März, den feministischen Kampftag, gewählt, um das Kino wieder zu eröffnen, um uns mit queeren und feministischen Kämpfen zu solidarisieren. Denn auch in Frankfurt nehmen die Angriffe auf Frauen und auf queere Menschen immer weiter zu. Und die einzige Antwort vom Staat sind leere Lippenbekenntnisse, mehr Polizeipräsenz auf dem CSD und vor Szenebars. Aber wirkliche Hilfe ist nicht zu erwarten. Deswegen ist für uns klar, queere und feministische Gleichberechtigung und Befreiung kann nur durch Selbstorganisierung erreicht werden. Und deshalb wollen wir mit diesem Kino auch einen Ort schaffen, in dem radikale, queere und feministische Stimmen gehört werden können, sich austauschen können und einen Raum kriegen, um sich ungestört zu organisieren und selbst zu verwirklichen. Wir werden heute Abend mit dem Filmprogramm anfangen und verschiedene Filme mit verschiedenen Schwerpunkten zeigen und sind auch offen für andere Vorschläge. Wir haben auch vor, Diskussionsabende und Theater zu machen. Also kommt gerne vorbei und gestaltet diesen Raum mit uns.